Zentralschweizer Fasnacht 2014. Mit der CSS-Versicherung, Avia Schätzli AG, der Schutzengeli-Trüff vom Confiseur Bachmann, Marischow, Eichhof und der Valiant Bank. Sie singen fröhlich den Sempacher, natürlich mit einem Kaffeezwetschge in der Hand. Stellen sie mit zu der Stadt auf dem Hornmarkt einen Baum auf, basteln stundenlang mit Schulkindern oder füllen mit ihren verrückten Ideen sogar das KKL. Sie nennen sich die Vereinigten. Aber was ist der Zweck dieser Dachorganisation? Und wer sind die Menschen, die schon seit 50 Jahren ihr ganzes Herzblut und einen Grossteil der Freizeit ehrenamtlich in diesen Verein stecken? Wir präsentieren euch! Anfang Januar dieses Jahres in der Ente zu Luzern. Mit meiner Kamera nehme ich einen geschichtsträchtigen Moment auf. Heute bekommen die Vereinigten eine neue Gugger-Fahne. Für den Präsidenten der Vereinigten, Linus Jäck, ein sehr wichtiger Moment. Der erste grosse Höhepunkt dieses Jubiläumsjahr, wie er mir ein paar Tage später erzählt hat. Und die Gründe liegen auf der Hand. Der Grund ist natürlich ganz klar das Jubiläum, dass man das auch eigentlich mit dieser Fahne ein bisschen manifestiert. Also, dass es symbolisch für die 50 Jahre gemeinsam Fasnacht machen, gemeinsam Guggenmusik machen. 50 Jahre lang ist die Guggerfahne, die von Erwin Schür gestaltet worden ist, zuvorderst bei den Vereinigten Anlässen gelaufen. Jetzt wird sie abgelöst mit der neuen von Piero Galbusera. Wir haben ein halbes Jahrhundert abgeschlossen und ursprünglich wäre es auch geplant noch gewesen. Also die Anfrage haben wir an Erwin damals schon gemacht, ob er Lust hätte und Freude hätte, uns Fahnen zu machen auf das Jubiläum, auf das 50-Jahr-Jubiläum. Und das ist einfach da schon nicht mehr gegangen. Also wir mussten das ja rechtzeitig mal anfragen, oder? Das braucht eine gewisse Zeit. Und das ist einfach nicht mehr dazu gekommen, weil es wirklich leider Gottes wegen der Gesundheit ist das nicht mehr möglich gewesen, oder? Und jetzt einfach vom Jubiläum her müssen wir einen Künstler finden, der natürlich Fasnachtskünstler ist. Und das ist Piero natürlich mit der Grinde und aber auch mit seinen Zeichnungen und allem. Ist natürlich hervorragend und wir können ihn auch gut. Und darum haben wir dann grosse Freude gehabt, dass er uns das zugesagt hat. Die Guggerfahne ist Symbol für eine wilde und archaische Organisation. Eine Organisation, die stärkste Fasnachtsgesellschaft nicht nur von Luzern, sondern von der ganzen Zentralschweiz ist. Heute sind es gegen 4'000 Guggerinnen und Gugger, Tambouren und Pfeifer, nebst einigen Maskengruppen dabei. Luzern ist zweifellos die Guggerhochburg der Schweiz. Auch wenn es die Basler waren, die Guggenmusik an die Reuss gebracht haben. Und daher, der Sepp Ebinger, selber auch ein Basler, hat 1947 die Initialzündung für den Guggenmusikstart in der Leuchtenstadt gegeben. Der Lorenz Fischer, der Gugger von der ersten Stunde, erinnert sich gern an die Zeit zurück. Leider ist es keine Luzerner Erfindung, sondern es ist effektiv auf Basel zurückzuführen. Safran Zunft hat dann 1947 eine Guggenmusik auf Luzern bekommen. Und das hat dem Sepp Ebinger in dem Heimweh Basler so gut gefallen, dass er gefunden hat, so etwas müssen wir auch machen. Und er ist dann bereits am Güdis Dienstag am Abend hat er Leute zusammengetrommelt und ist mit denen das erste Mal zu Luzern gelaufen. Aber die Musik hat noch keinen Namen gehabt. Der Name Luzerner Guggenmusik ist dann erst 1948 gekommen. Kaum ist Guggenmusik gegründet worden, ist ein Jahr später Katzenmusik entstanden. Mit dem unverkennbaren Guggerstock hauen die Katzen den Schwanz ab. Und der Zürcher Künstlermaskenball hat für die Entwicklung indirekt für die Gründung der Katzenmusik eine Bedeutung gehabt. Guggenmusik ist auf Zürich eine spielen. Und dann ist dort die berühmte Geschichte mit dem Xylophon von Fugi Fuchs. Er hat ein berühmtes
Xylophon mit Alkoholika drinnen. Und einmal in der Pause am Künstlermaskenball sind dann ein paar Guggenmusiker, unter anderem der Peter W. Losli, der am Stadttheater in Luzern war. Die haben einfach Durst bekommen und haben dann aus dem Schnaps-Xylophon trinken. Und als der Fugi Fuchs hätte sein Solo bringen am Künstlermaskenball, hat das nicht mehr gestimmt. Und dann ist natürlich der Peter W. Losli hochgekannt zu der Guggenmusik rausgefallen worden und hat dann Katzenmusik gegründet, 1949. Guggenmusiken haben in der Stadt Luzern offenbar Anklang gefunden. In den ersten 10 Jahren hat es über 10 Musiken gegeben. Das hat den Luzerner einfach gefallen und die Musiken haben einen entsprechenden sozialen und gesellschaftlichen Stellenwert gehabt. Also die war eigentlich relativ hoch, weil bei der ersten Guggenmusik von Seppe Binger da hat es Ärzte und Baumeister und Juristen. Und also wirklich ist es Toulouse-Serne in dieser Musik gewesen. Das hat sich nachher weitergeführt, vor allem auch in der Bohème, weil der Böldi Häfliger, der dann dazu kam, hat geschaut, dass man auch Prominenz hatte. Darum ist bei der Bohème hat auch der Regierungsrat Kari Mokli mitgemacht. Er hat allerdings, mag mich noch gut erinnern, damals in einem Restaurant hat er den Grind nicht abgezogen, damit er sich nicht outen musste. Das war einmal am Anfang so. Später hat er den Grind auch abgezogen, weil es eigentlich doch wollte, in einem Restaurant drinnen ohne Grind. Sepp Ebinger ist der Name, der am meisten gefallen ist in den Gesprächen mit ehemaligen Guggerinnen und Guggern. Das Gässli, nicht weit vom Chormärt, ist dem Mann gewidmet, der die Guggenmusik nach Luzern gebracht hat. Der eigentliche Guggerpionier. Der Ehrenpräsident der Vereinigten, der Georges Giesler, erinnert sich. Sepp Ebinger habe ich selber noch erlebt, weil ich beim Sepp auch gearbeitet habe, als Hospitant, ein paar Jahre. Aber da war ich dann schon ein bisschen älter, 20 Jahre. Und da hat man ihm auch nicht mehr alles geglaubt. Aber er war sicher eine Persönlichkeit und er hat auch die anderen immer machen, oder? Wir sind immer im Bahnhofbuffet, sind wir zum Morgenessen, wo man, also die alten Musiken oder die Musiken, die es dort gegeben hat, das waren vielleicht eben etwa 10. Und dann irgendeinmal haben wir die Bahnhofsuhr, hat Sepp Ebinger die Bahnhofsuhr gesehen und ist auf einem Tisch und auf einem Stuhl gestanden und hat gesagt, was wollen wir für Zeit? Und hat die beiden Zeiger zusammengebunden. Und dann hat er gesagt, so, jetzt ist fertig Zeit, jetzt können wir Fasnacht machen, solange wir wollen. Neben Sepp Ebinger tauchen in dieser Zeit auch zwei weitere Namen, wichtige Namen für die Luzerner Guggenmusikszenen auf. Max Baume und Leopold Häfliger. Zusammen mit dem Sepp Ebinger haben sie durch ihre künstlerische Vielfalt und Fantasie, ihre eigenwilligen Charaktere und starken Persönlichkeiten über lange Zeit die Fasnachtsentwicklung zu Luzern geprägt. Wenn auch für sie die Fasnacht nur ein schönes Hobby war, haben sie besonders in den 50er, 60er, teils auch in den 70er Jahren als Inbegriff von der Guggenmusik gegolten. Oh, das waren natürlich so alte Herren, wie ich jetzt einer bin. Oder? Und, ich war ein junger Bursch und natürlich da haben wir die ein bisschen aufgeschaut, weil das waren schon Vorbilder. Es gab auch wenig Guggenmusik gegeben. Es waren Künstler und die Künstler waren damals Lokalkünstler. Und die haben natürlich die Fasnachtsszene respektive Guggenmusikszene prägt, oder? Mit ihrer Kreativität. Und da hat man natürlich schon ein bisschen hingeschaut, was machen die, oder? Und hat dem nachgegiefert oder auch einen eigenen Weg gesucht, natürlich. Unterdessen hat sie in der Stadt Luzern rund 20 Guggenmusiken und Tambouren gehabt. Stimmen von einem Zusammenschluss zu einem Dachverband sind immer lauter geworden. Weil ich natürlich ein bisschen eingebunden war, weil ich in der Lehre war und die Leute ein bisschen näher kennt, habe ich natürlich die Hintergrundprobleme ein bisschen gekannt, was eigentlich die Vereinigte hätte wollen machen oder hätte müssen machen. Wir müssen eine Plattform schaffen, wo man sich da ein bisschen können, miteinander finden konnte, was man machen will, wie man es organisieren will, weil man ja kein Verein war in dem Sinn. Ist dann eigentlich der Entschluss gefallen, dass wir uns zusammentun und vor allem auch gegen die Polizei. Weil die Polizei hat am Güdis-Dienstag, wenn die Fasnacht fertig ist, und wir noch wollten über die Seebrücke in Frohburg, dann kam die Polizei und hat uns aufgehalten. Und dann mussten wir den Grind abziehen und dann nicht mehr weiterlaufen. Und das hat vor allem mit Sepp Ebinger und dem Böldi Häfliger nicht gepasst. Und dann haben wir gesagt, jetzt gründet mehr einen Verein, die Vereinigten Guggenmusiker von Luzern.
Erste Gespräche sind am Anfang nur unter den alten Gauker geführt worden, was dann schlussendlich am 17. Januar 1964 da hinter den Mauern der damals noch heimlichen und alterwürdigen Metzger am Weimar zur Gründung der Vereinigten Guckermusiker Luzern geführt hat. Und da haben wir natürlich schon aufgeschaut und da hat man natürlich den Bedenken gehabt, ob man überhaupt in die Vereinigten auch irgendwas Guckermusik, oder? Und wo die da in den Metzger getagt haben, sind wir da unten auf dem Platz und gewartet, was da die wichtigen Herren zu sagen haben. Die Gründung der Vereinigten vor 50 Jahren. Der Grundstein für einen wichtigen Verein, der heute von jungen, dynamischen Damen und Herren geführt wird. Sie pflegen einen guten Kontakt zu den Leuten in den Musiken und sind das Bindeglied zwischen Guckerszene und Behörden und schreiben die jetzige Vereinigten-Geschichte. Ich mache aber noch mal einen Gump zurück in eine Phase, von den Vereinigten, wo es zum grossen Generationenwechsel ist. Uns überlegt, was wir machen. Benedetti, Castellaneta. Pass Achtung, Visionen, das sind. Es war Wahnsinn. Jacobino, Tessarolo. Secondos übernimmt die Vereinigten. Ja, Tessarolo, Benedetti, Jacobino, Castellaneta. Das war für viele fast ein bisschen zu viel Secondo dort auf einmal. Aber ich glaube, es ist nicht an unserer italienischen Herkunft gelegen, dass wir das angepackt haben, sondern einfach die Chancen von dieser Zeit. Ja, das ist schon so. Wir haben schon Gas gegeben. Es hat wirklich einen Umbruch stattgefunden im ganzen System. Das heisst, ein bisschen junge Wilde, die ein bisschen rebelliert haben gegen Ältere, die sagen, hierarchisch einfach da gestanden sind und gesagt haben, wie sie es wettet. Und da haben wir eigentlich so spassenshalber die Amtssprache italienisch einführen im Vorstand. Und dass eigentlich die Musiker, die das Italienische nicht verstanden hätten, müssen eine deutsche Übersetzung anfordern. Aber es war dann vielleicht so eine Bieridee gewesen. Oder eine Rotwein-Idee, wenn man so will. Und wir haben sie dann nicht eingeführt. Und ich glaube, das ist ganz gut. Also. Die Amtssprache der Vereinigten ist bis heute Mundart geblieben. Was die rund 4'000 vereinigten Mitglieder vereint, ist die Freude an diesem archaischen Brauchtum. Mit dem neuen, jungen und dynamischen Vorstand ist Bewegung in die Vereinigten gekommen. Ein frischer Wind. Es war eine Zeit, wo sich in der Aussenwelt, in der Guckerwelt, viel verändert hat. Es hat plötzlich sehr viele kleine Musiken gegeben. Es hat Musiken gegeben, die nur noch mit dem Wagen ab Fasnacht oder nur noch Theaterle. Die haben dann auch gesagt, wir gehen aus dieser Vereinigten raus. Wir sind ja keine Guckermusik mehr richtige. Dann hat es außerhalb der Vereinigten aber auch neue Bewegungen gegeben, die sich zusammengeschlossen haben. Kulturfasnächte beispielsweise. Und so als Präsident frisch übernommen, habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Heute würde man in der Wirtschaft sagen, es hat eine neue Positionierung gegeben, also eine neue Strategie eigentlich. Weil wir wollten der grosse, mächtige Fasnachtsverband sein, ein wichtiger Ansprechpartner auch für die Behörden. Und darum haben wir aus der Vereinigten Guckermusiker Luzern die Vereinigten gemacht. Wir haben das Dach verbreitert, könnte man sagen, bildlich. Es hat schon fast ausgesehen, dass sie neue und wilde die Philosophie der Alten auf den Kopf stellen wollten. Nein, selbstverständlich schon nicht ganz. Das ist uns ja heute noch wichtig. Aber es hat schon Energie gebraucht. Die haben wir natürlich in den Jahren auch noch gehabt. Wir waren noch viel jünger. Wir haben aber doch meistens gemerkt, dass wir gegen morgen stärker werden als sie. Und haben das schamlos ausgenutzt, selbstverständlich. Aber wir haben dort schon noch recht angepackt und wollen ein bisschen den Karren in die Richtung ziehen, wo wir schlussendlich teilen können. Und auch der Max ist ja sehr viel ab Vorstandssitzungen noch gekommen. Also lange Zeit, auch, als ich noch Präsident war. In dieser Zeit eine Beziehung aufgebaut, die mich sehr geprägt hat. Ja, kann ich sagen, so als Brückenbauer. Ich hatte das Gefühl, zwischen der ganz alten und der nächsten Generation Gucker bauen wir mit dem Vorstand, wo wir da waren, auch irgendwie so eine Brücke. Die haben genau gemerkt, dass jetzt halt eine neue Epoche langsam kommt. Und wirklich junge, wo aber die ganz Luzerner Traditionen auch können von ihren Eltern. Und weil sie sind Kind schon in der Guckermusik waren, auch wenn noch immer die Türen weiter ziehen und prägen. Oder? Und darum hatten die, glaube ich, schon auch ein bisschen Freude gehabt. Und wenn sie am Anfang ein bisschen mürrisch oder immer gesagt haben, ja, ja, eher. Aber ich glaube, die haben schon Freude gehabt, dass wir das gemacht haben. Und dort ist dann einfach die Verfeinerung gekommen. Und ich glaube schon, dass vor 20 Jahren, als wir dann reingekommen sind, Marco Castellaneta Präsident geworden ist, dass dort dann einfach eine Modernisierung im Sinn stattgefunden hat, dass man Bestehendes ein bisschen wieder ausgebaut hat. Man hat vielleicht etwas, was sich ein bisschen eingeschlichen hat, so eine kleine Lethargie, haben wir probiert auch ein bisschen aufzuwecken mit neuen Ideen und die haben wir dann auch umgesetzt. Gesetzt hat der neue Vorstand schon bald auf einen Nachwuchs, auf Kartenkind. Zukunft sozusagen von der Fasnacht.
Vielleicht auch, weil wir an einem neuen Ort wollten ansetzen. Das LFK hat eine sehr gute Arbeit gemacht dort an der Stadtschule. Und wir haben gesagt, wir wollen das noch ein bisschen breiter tragen. Wir wollen das Kindermonster, das wir ja schon hatten, populärer machen. Aber nicht nur einfach, indem wir jetzt Leute hinfahren, sondern wir wollten Kinder an diesem Kindermonster haben, die auch selber mit der Guggerfasnacht schon zu tun hatten. Und so haben wir mit dem Kindermonsterbasteln angefangen. Oder mit dem Kinderbasteln, wo wir dann in verschiedene Schulen rausgefahren sind und unter Anleitung mit denen auch Grinder gebastelt haben. Und so eigentlich Jungguggen hingeführt haben. Und dann haben wir noch ein paar Partner geholt. Also ein Guggerbrötchen ist erfunden worden in dieser Zeit. Es ist attraktiv geworden für Kinder, an diesem Kindermonster mitzulaufen. Das Kindermonster gibt es übrigens noch heute. Immer am Nachmittag vom Güdis-Dienstag. Der Start ist auf dem Mühliplatz. Mehr Kinder, aber auch mehr Musiker hat es bei den Vereinigten von Jahr zu Jahr gegeben. Ein Guggenmusik-Boom sondergleichen. Musiker sind in dieser Zeit wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also es ist dort so, ich denke, auch an einer Grenze, wo wir gesagt haben, ja, wahrscheinlich über 100 wird es nie geben. Ich weiss, es gibt solche, die behaupten, es habe über 100 gegeben. Sind es aber eigentlich wirklich nie gewesen. Es ist so auch eine Größe, die wahrscheinlich, ja, das zeigt wahrscheinlich etwa die Aussengrösse. So 80, 90 und mehr wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ich denke, die vielen alten Musiker, die sich so halb am Auflösen sind, die werden besetzt von Neuen. Das heisst, wir haben auch Kleinformationen mit aufgenommen bei uns und auch Süßengruppen. Und dort war natürlich einmal ein Boom gewesen. Da sind natürlich viele Kleinformationen reingekommen. Und dann haben wir etwa nach zwei Jahren haben wir mal 98 Mitglieder in den Vereinigten. Und diese Zahl ist dann aber automatisch fast auch logisch wieder zurückgegangen, weil einige solche Gruppen haben auch aufgehört, weil sie gemerkt haben, dass sie ihre grossen Wege nicht mit das Monsterkonzert nehmen können, weil wir ja dort ein bisschen Einschränkungen haben, weil wir ja noch total stark durchfahren. Es hat dann auch Musiker gegeben, die einfach keine Mitglieder mehr gefunden haben. Oder Musiker, die sich zusammengetan haben, also aus zwei mach eins. Auch wenn in den letzten 10 Jahren keine neue Musik dazugekommen ist und sich ab und zu weitere Formationen verabschiedet, muss sich die Vereinigten keine Sorgen um die Zukunft machen. Heute gehören dieser nicht allzu bürokratischen Organisation knapp über 80 Musiker und Gruppierungen. Ein wichtiger Dachverband, der sich aber bis heute nicht dem LFK im Luzerner Fasnachtskomitee angeschlossen hat. Und dann hat es natürlich auch so etwas Hörnerringen gegeben mit dem LFK. Das haben wir auch in meiner Zeit gemacht, oder? Wo man gemeint hat, ja, wir müssen da ein bisschen zeigen, was wir sind, die Vereinigten. Oder? Und das LFK, und das hat auch hier und da auch ein bisschen hinter den Kulissen vielleicht so ein bisschen zu Wortgefecht geführt. Wir wollten ja mal eine eigene Plakette machen und alles Mögliche. Aber das waren eigentlich so mehr auch fast nächtliche Geplänkel, die wir eigentlich immer auf einer guten Plattform wieder können zum Nennen bringen. Das war immer ein bisschen Streit. Das LFK wollte, dass wir ins LFK kommen. Und es gab auch einzelne Guggenmusiker, die gesagt haben, das könnten wir doch. Aber der Grossteil hat gesagt, nein, weil wir haben an sich keine Organisation. Also Guggenmusiker kann man nicht organisieren. Gut, wir haben schon einen Fahrplan, was wir den Tag ausmachen. Aber es ist einfach, es hat mit dem LFK hat das nicht so übereingestimmt. Und darum hat man auch heute, dass wir alle nie kommen. Ja, das kann ich nicht sagen. Das ist ja dann offen, oder? Wie das jetzt könnte aussehen. Das sind ja wieder die Vorstandsmitglieder, die in den Vereinigten sind, die ihres Glück oder mindestens ihre Anliegen versuchen, auf einen Nenner zu bringen. Und wir haben ja super Leute in diesem Vorstand und junge Leute. Und das muss auch so sein. Das ist ja unsere Chance, dass die Fasnacht auch in dieser Form erhalten bleibt, oder? 50 Jahre die Vereinigten, ein halbes Jahrhundert muss gefeiert werden. Zum Jubiläum erinnert man sich gerne zurück an die drei Urväter der Luzerner Guggenmusiken. Ihre Philosophie wird auch in Zukunft vom aktuellen Vorstand weitergetragen. Apropos Zukunft, erfahren Sie unter anderem nächste Woche, was der Lebkuchen-Samichlaus mit den Vereinigten zu tun hat. Ich habe einen Ständer gebastelt und der alte Töri Samichlaus, der mittlerweile schon dreimal ausgewechselt werden musste, aus den 80er Jahren notabene, hat es dann so einen Stammtisch-Eschenbecher gegeben. Warum die Vereinigten das Bild für immer werden lieben? Eine wunderschöne Aufnahme, ein wunderschönes Bild.
vom Urner Seebecken her ein Berg, wo dann so einen, ja, sagen, so einen grossen Riss drin hatte. Und wie es Guckerinnen und Gucker mit kakophonischen Klängen bereits zweimal geschafft haben, das KKL zu füllen. Zentralschweizer Fasnacht 2014. Mit der CSS-Versicherung, Avia Schätzli AG, der Schutz Engeli Trüff und Confiseur Bachmann, Marischow, Eichhof und der Valiant Bank.